Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge, zumindest bei mir, von Miscreated mit Luzi. Hallo, liebe Leute. Hallo. Ganz kurz mal, ich nehme gerade mit OBS auf. Nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt. Sorry dafür erstmal. Und ihr war gerade ein Spieler direkt vor mir im Haus. Luzi und ich, wir sind gerade beide ein bisschen getrennt voneinander. Ich bin in Pinecrest, erst noch in Sultan. Ist aber eine Ortschaft, die nebeneinander liegt. Er kommt zu mir, ich gehe mal zu dem Spieler. Ja, nice. Er schlägt auf Ende ein. Er schlägt auf Ende ein, super. Der schlägt einen Baseballschläger auf mich ein. What? Sorry, Alter. Ich feiere das nur gerade ein bisschen. Er ist friendly, der hat sich entschuldigt. So, wie kann man reden? Caps Lock wahrscheinlich, ja? Ja, okay. Ja, dann renne ich da mal Richtung Rico, mal gucken. Was wir denn so schönes erleben werden hier in Miscreated. Ist natürlich atmosphärisch gesehen auch richtig nice einfach geworden. Es gab 8 echt unzählige Updates und ich bin gespannt, was wir so erleben werden. Erster Kontakt, erstmal friendly. Ja, es ist was Neues, ne? Ich muss aber sagen, diese Atmosphäre in Miscreated hat sich echt gut gemacht, ne? Echt was draus geworden. Das stimmt, vor allem gerade mit dem Nebel, dann Unreal Engine ist sowieso hübsch. Und eine geile Performance. So, ich bin jetzt hier bei einem Schild bei Pinecrest, geht's links rein und sonst geht's zum Airfield. Geil, da gehen wir als nächstes hin. Soll ich aber jetzt zu dir, oder? Wenn nicht schlecht, ja, dass wir uns erstmal treffen. Zu Pinecrest. Pinecrest. Okay, dann gehe ich jetzt hier links rein. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Irgendwo in Pinecrest. Boah, trinkt was zu essen und so ein Scheiß. Oh. Na, ich bin voll. Also geil sieht schon so aus, diese runtergekommene City, so weißt du, mit diesem, hat so ein bisschen The Last of Us Charme. Und Basebuilding ist auch ziemlich groß, hier glaube ich geschrieben. Ich habe schon viele Holzbauten gesehen, als ich das vorhin schon mal angespielt habe kurz. Da habe ich so viele Konstrukte gesehen, also da ist wohl einiges möglich. Ich kenne mich da noch gar nicht aus, ich muss mich hier echt reinfuchsen. Mhm. Okay, let's go. Irgendwie ist er mega langsam, der Typ. Mit seinen komischen Schlappen da. Ich hab ein Backpack, ich geh am Stock. Bin unterwegs, Rico. Jo, alles klar. Ich loote noch ein Büschchen. Ich hätte gern. Oh, was zu trinken, nicht schlecht. So, du hast gesagt, es ist nicht weit, aber ich laufe hier schon gefühlt 2 Stunden. Vielleicht läufst du ja falsch. Nein, ich hab genau. Ich hab Pinterest genommen. Pinecrest meinst du? Pinterest. Okay. Ich bin Pinecrest. Es gibt auch eine Radioaktiv-Anzeige unten rechts. Ja genau, da muss es wohl irgendwo so ein paar kontaminierte Gebiete geben oder sowas. Mega geil einfach. So, ich sehe eine Tankstelle. Bist du bei der Tankstelle? Nee, ich bin auf so einer großen Hauptstraße. Also es führt die Brücke, führt hier rüber zur Ortschaft, ne? Eine Brücke und direkt daran sind kleine Shops und da drin laufe ich rum. Ich würde gerne meine... Willkommen, du Pinecrest. Aber nice, bist du... Du bist aber nicht über die geile Brücke gekommen, oder? Nee. Normale Hauptstraße bin ich. Wie gesagt, bei so einer Tankstelle. Ah, die Tankstelle steht ziemlich allein da, oder? Ja. Dann komme ich mal kurz zu dir. Wie sieht's denn bei dir mit Essen aus? Ich bin voll am Stock. Hier ist ein Vieh. Oh, shit. Hier ist halt ein Vieh, ne? Ich weiß nicht, wie stark die in diesem Game sind. Kann ich dir auch nicht sagen. Also, sie sind siehst du, wie viel Angst ich habe? Die sehen mega gefährlich aus. Sehen die immer noch so hässlich nackig aus, einfach nur? So ein Fleischklumpen quasi? Ja. Oder haben die mittlerweile mal ein paar Klamotten an? Ich will jetzt eigentlich gar nicht näher ran, ne? Ist ehrlich gesagt. Oh. Aber gut, ich kann es mir mal... Oh mein Gott, nee, das ist nackig, Mann. Mm. Ein richtiges Vieh einfach. Geil. Ja, richtig geil, Alter. Ich glaube, ich sehe die Tankstelle. Das ist richtig geil, Alter. So, eine Wasserflasche. Wenn du von der Tankstelle quasi Richtung Stadt läufst, ist die Sonne dann hinter dir? Die Sonne ist dann natürlich nicht, doch ist sie hinter mir. Du bist da. Ich bin hier vorne. Ich sehe was brennen da vorne auf jeden Fall. Rico! Hallo! Guck mal, ich kann mit F3 auf dich zurennen. Ziemlich episch. Es geht nicht mehr. Ein Auto! Das Auto! Ein Auto! Ne! Bitte fahr mich nicht um. Der Test. Wie friendly sind die Spieler in Miscreated? Du wurdest geblitzt.
fahren weiter, ohne zu morden oder zu der fährt zur Tankstelle. Wie gehen wir massakrieren. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Community scheint echt friendly zu sein. Da oben läuft ein Spieler. Die drehen um auf uns zu und da oben rennt auch noch ein Spieler. Das ist gar kein Spieler, das ist ein Bild. Achso, das ist ein Zombie. Da läuft einfach nur vorbei. Alles klar, hä? Wo läuft der hin? Das sieht mega real aus, ne, irgendwie. Ein bisschen komisch. Ich kann mich daran echt gewöhnen, das Game, ne? Ist mal ohne Scheiß. Hast du eine Ahnung, wie ich meine Waffe wegstecken kann? Ja. Nee, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nur, wie ich rauszoomen kann und ins Inventar komme, mehr weiß ich nicht. Gut. Nee, und die hast du schon gelootet, oder was? Was hast du? Nee. Hier können wir noch ein bisschen looten. Ich hab keinen Clan. Hast du einen Clan? Nee, hast du einen Clan? Ich würde mal einen erstellen. Ja, hast du einen Clan? Nee, ich hab. Wie nennen wir uns? Die Survivor. Survivor XXHD oder was? Ja, genau. Survivor. XXHD 4K. XXHD 4K. Bitte noch. LPHD. LPHD hab ich schon. LP-Craft, da mach ich noch. Vor uns sind zwei Player. Voll equipped, glaube ich. Ich stell gerade einen Clan. The Clan must only contain A bis Z. Die zielen. Mit. Echt? Achtung. Aber in der Serverbeschreibung friendly, steht friendly. Komm, lass mal weiter hier hintergehen, vielleicht finden wir noch was passendes waffenmäßig. Die wollen uns an den Kragen, Rico. Box den Zaun hier da! So. Geht durch! Funktioniert nicht. Nee, nicht, ne? In der Ego-Sicht spiele ich ja sehr gerne, muss ich gestehen. Ich glaube, hier sieht es richtig in Ordnung aus mit der Taschenlampe. Ja. Oh, hier schimmelt irgendwas, ne? Ja. Yep. Lass uns den Müll genau unter die Lupe nehmen. Yeah. Alright, Doc. Alright. Gott. Alles klar. So. Wir machen mal die rüber. Ah, nee, so. Da war ich. War ich hier schon? Ich habe das Gefühl, ich bin ja schon mal rübergerannt. Gerade aus zu waren halt die Player, ne? Boah, wie er da rüber springt, der Pro. Ja. Okay, du hast gesagt, hier geht's irgendwo zum Airfield, ne? Wollen wir da erstmal hingehen? Ja, da müssen wir jetzt mega zurücklaufen. Was ist das hier? Pinnacrest Derby. Da kam ich her. Pinnacrest Derby. Da können wir eigentlich. Wollen wir da mal hingehen? Warte, das ist auf dem Schild. Warte mal. Ja. Ach, du kamst ja von der anderen Seite. Sultan oder auch Derby. Stay in groups or die alone. Wo geht's da hin? Weiß ich nicht. Gehen wir da mal hin. Oh, ich finde aber, das ist mega langsam. Wir sollten ein Fahrrad finden. Was ist das? Mini-Pants? Okay. Whisky? Ich habe Whisky gefunden. Nice. Da kannst du bestimmt Molotov. Ravioli habe ich gefunden. Ja. Hier ist mega viel Loot. Bin ich hier vorbeigerannt? Die sieht man kaum, den Loot. Ah. Das ist echt. Vor uns ein Gegner. Gegner, sag ich schon. Vor uns ein Spieler. Sorry, wir sind der Sieg geschädigt. Ja. Moment, ich mach mal die Effekte ein bisschen höher. Hallo. Was geht ab? Ja, nicht viel. Und bei euch? Auch nix. Finden nichts. Sind neu im Game. Sind neu in dem Spiel und ja, finden nichts. Ja, dann müsst ihr mal mehr suchen, ne? Ja, richtig. Wahrscheinlich beim Airfield, oder? Gibt's bestimmt den geilen Stuff. Nee, Airfield gibt's nicht viel. Wo dann? Also wenn, dann würde ich Richtung. Gute Frage. Achso. Zwei Gewehre auf dem Rücken, aber. Oh, das ist ein Reh? Tipps. Das ist ein Reh, guck mal. Oh, geil, Mann. Okay, also am besten Woodhaven, Pinesarest, Brythmoor oder Highwood Valley. Okay, wenn wir jetzt in die Richtung gelaufen, einfach kommen wir dann in eine dieser Ecken? Ja, also diese Richtung könnt ihr sicher mal die Häuser hier looten. Okay, dann schauen wir mal. Okay, da gibt es sicher auch Waffen und so. Und ja. Super. Einfach mal auf gut Glück. Jo, bis dann. Tschüss. So sieht's aus. Danke. Tschö. Ciao. Mein Mikro war auf Dauer senden, warum das denn? Gibt's ja nicht. Ich merke, wir sind erstaunt, ne? Rico? Ja. Hallo?
Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Okay. Du hast gesagt, du bist erstaunt. Hab ich gefragt, worüber denn? Na, so freundliche Begegnungen. Ja, das stimmt. Ich kenne das gar nicht. Dieses prinzipiell freundlich, ne? Dieses, der kommt nicht mal auf eine Idee, eine Waffe zu ziehen. So, ist schon krass. Bisschen misstrauisch war gerade, habe ich das Gefühl gehabt. So, hin und her bewegt. Ja. Aber sonst, naja. Warum ist das eine Spiel, warum entwickelt sich das so vom Charakter her so hin und ein anderes so? Warum ist Daisy so, wie Daisy ist? Warum ist Miscreated so, wie Miscreated ist? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil hier gerade ein Gartenzwerg in der Kloschüssel hängt. Das ist wahrscheinlich... Sieht gerade echt geil aus. Ja. Das hat mich mega an The Last of Us hier gerade, wo ich hier langlaufe. Voll die hübschen Häuser. Oh, hier ist ein Skelett, Alter, wie geil. Oh, das Game ist geil, Mann. Das Game ist richtig geil einfach. Ich finde es tatsächlich wirklich sympathisch, dass man hier nicht instant mega den militärischen Stuff findet. Das gefällt mir gerade ein bisschen. Und auch wenn, die sind relativ freundlich bisher, ne? Naja, genau. Also selbst wenn du halt Waffen findest, dass du halt, dass das wirklich eine Rarität ist. Das ist echt wichtig in so einem Survival-Games, wie ich finde. Ich habe ein Knife gefunden. Oh, ich kann jetzt Zombies abschlachten. Jawohl. Oh, das hört sich auch mega cool. Oh mein Gott, wie geil. Oh, ich habe ein Dings gehört. Ein Mutant. Das war ich? Nee, das bezweifle ich. Eine Karotte. Man hat ein bisschen Spaß zu looten, ne? Wenn das so alles so ein bisschen neu ist. Ja, tatsächlich. Ich finde auch sehr geil, wie er das mit dem Messer so rumschwingt und diese Geräusche auch. Ja, geil, dann kannst du mit dem Messer gleich mal das Vieh da draußen abschlachten. Meinst du, ich schaff das? Yeah. Wir haben ja Bandagen und so ein Scheiß. Welches dabei. Vieh? Ich hab nicht mal Bandagen, Alter, was laberst du? Ich hab welche. Achso. Der grüllt direkt hier neben meinem Hausraum. Hörst du ihn? Ja. Da unten! Da ist er. Mit V kannst du treten. Es geht auf mich los. Lol. Ich hab ihn umgetreten. Looten. Jusen. Hat nix. Ist noch einer. Komm mit, Rico. Warte, ich muss erstmal mich heilen. Ach, der, achso, der macht das dann langsam hoch. Wie geht's hier HP-mäßig? 91. Okay. Ich höre sogar zwei, hier oben ist noch einer. Wollen wir den erstmal nehmen? Der da, oder? Achso, der, okay. Mit V kann man nicht treten. Ich kann mit V treten. Search, oh, wir können dich suchen. Hier oben war noch einer auf dem Berg. Oh mein Gott, Alter. Was denn du? Willst du mich gerade verarschen? Komm mal zu mir. Oh, good buddy oh, and good boy. Oh, Alter. Alles klar. Oh, nicht schlecht. Das ist eine harte Waffe, glaube ich. Ja, sieht so aus. Falls wir uns nicht mehr sehen können. Lol, wie machst du das? F11. Oh, ich glaube, das darf ich nicht. Doch, darf ich. Alter, wie laut das ist. Warte mal, bleib mal da hinten. Lol, mega cool. Mach mal. Achso, Alter, wie geil ist das denn bitte? Das ist aber echt geil, ne? Ist mal ohne Scheiß. Daran habe ich noch nie gedacht, aber das ist ja mal. Das wäre ja auch in DayZ und was weiß ich nicht, wo überall. Das wäre ja mega angenehm, wenn sowas überall gehen würde. Ja, für die Anfänger vor allem. Ja. Wenn ich so Beere irgendwie, weiß ich nicht, so pfeife und du kommst dann von Sweat angerannt. Ja. Wahrscheinlich so. Beere 60 Spieler, PvP-Server, erstmal pfeifen. Chat ist klar, Switch Channel brauche ich auch nicht, Radio Channel. Mit J kannst du es fallen lassen. Mit J kannst du es fallen lassen. Lol, und mit. LOL! Was never! Du? Warte. LOL! Drück mal einmal P. P? Oh lol. Never! Ein Autowalker. Alter, einfach. Wie geil, Mann. Oh, wie geil ist das denn? Ein Autowalker, Mann. Mega, mega angenehm. Ja, jetzt muss ich nur noch lenken. Super. Richtig gut. Hammergeil. Hallo.
Hallo. Interessant, im Haus oder direkt auf zu joggen, auch wenn du P gedrückt hast. Ach so, ja. Ja. Nice to know. Great, great, really great. It's very, very, very thank you to Miscreated. That they can display this game. Very, very thank you. Very, very thank you. Alter! Ach so, ich habe mal bloß getestet. Soll ich auch mal testen? Ja, soll ich auch mal testen, Junge? Ah. Oh. Lol, what the fuck? Alter, wie das aussieht, wie der ausholt einfach. Weil der Nigen gerade. Liegen gerade. Ich glaube, das kannst du tatsächlich auch selber craften hier so, ne? Sehr gut möglich, ja. Ja, dann komm mal her, ich schlag dich kaputt mit meinem Baseballschläger, du. Kaputt. Boah, die ganzen Knochen einfach. Holy shit. Alter, was hält denn der aus? Was hat der denn dabei? Eine, lol, eine Military Canteen. The Military Canteen. Eine Military Canteen, Rico. Oh, und endlich mal ein Chucks, man, nicht diese hässlichen Fuck-Flops da. Alter, ich hab ein Dings gefunden, ein Zelt. Oh, Ich wie hab das leider keinen Platz für den stylisch man Scheiß. jetzt, ne? Yeah. Oh, nice body. Meine Taschenlampe flackert. Meine Taschenlampe brennt. Achso. Nee, das ist ein Campingstuhl. Ich hoffe, die geht jetzt nicht aus. Was Kann ich willst den du, Wiese, ne? platzieren? Siehst du das? Siehst du mein Blueprint von dem Stuhl gerade? Nee, wa? Was für ein Guck mal, Stuhl? ich drop dir das mal, nimm das mal auf. Dann kannst du im Inventar rechtsklick und irgendwie Place machen oder sowas. Dann siehst du, wo du es hin platzieren könntest, aber ich kann es nicht platzieren. Wahrscheinlich nur ins Haus, oder? Ach, das kann sein, dass es nur in so eine Base geht oder in so einen Untergrund, den man gebaut hat. Stimmt, ja, wahrscheinlich. Ah, okay. Da gibt's Sinn. Und das ist geschafft hier. Easy. Ja, sicher. So, ich trinke das und esse das und dann geht's wieder los. So. Echt interessante Sachen, die man hier denken kann. Finde ich echt geil, ne? Ja, vor allem mit dem Base-Building und so, was da noch alles geht. Ja, ne? Boah. Dann alles so possible ist. Lass uns eine riesen Base bauen mit der Zeit, okay? Ja, können wir echt mal probieren. Brauchen das nur Axt. Oh, ich habe einen Bogen gefunden. Ein was? Ein Bogen. Ein Bogen. Das ist doch was für Rico, oder? Ein Bogen. Eigentlich schon, ne? Oh, Buddy. It's real. I have a bone. Und ein Bikehelm. Wow. Feier ich echt. So, ich probiere mal den Bogen aus. Ja. Wo bist du denn? Ich. Warte mal, ich muss das, glaube ich, nicht split, sondern reinschieben, oder was? Ah, da. Recur Bow. Holy great fuck shit, man. Was soll ich treffen? Die Fensterscheibe? Wie viele Dinger hast du? 7 Stück. Was? Boah, Hunting Knife, das nehme ich natürlich viel lieber. Boah, ich brauche jetzt ein Tier zum Erlegen, Rico. Gib mir irgendein Tier. Hier ist ein Zombie. Wo? Ja. Ah, ich seh's. Good buddy. Nein! Nein! Er schneidet mir den Weg ab. Nein! Lol. Ich hoffe, ich hab Alter, wie der mir aufs Maul haut einfach. Oh, das sieht mega cool aus mit auf dem Rücken mit den Pfeilen. Kann man die noch aufsammeln oder sind die jetzt weg? You want a healing faster now? Ah, cool, okay. Die sind weg, die Pfeile, ne? Naja, egal. Wie viel habe ich noch? Noch 2, passt. Oh mein Gott, dieses cool. Das sieht einfach nur geil aus, Mann. Das wird mein Screenshot. Holy Oh, ich great. möchte jetzt unbedingt vier Steine haben. Ich habe eine Pickaxe. Ich muss doch irgendwo Steine herkriegen. Mit 4 Steinen kann ich ein Campfire bauen. Das würde ich gerne noch machen. Was sieht mega geil aus? Die Leiche da oben mit dem Bild. Ja, pfeift. Kriege ich den Steine her?
Ach, das ist ein Walkie-Talkie. Ein Walkie-Talkie. Alter, guck mal. Siehst du mich? Nein. Alter, wie cool ist das denn? Ich habe ein Walkie-Talkie, was mich blau beleuchtet. Es ist 6.06 Uhr. Ich bin auf Frequenz 27145. Ja, nice, Alter. Das leuchtet halt echt blau. Ja. Mega nice. Hier ist ein Cowboy-Hut. Liebe Cowboy-Hüte. Ja. Yeah. Warte, ich hab keinen Platz. Jawohl. Das ist der Rico. Da ist er. Da ist er. Schon wieder hell? Ja. Glaube ich nicht, oder? Doch. Mal testen. Schieß mal einen Schuss auf meinen Oberkörper ab. Sicher? Ja, für die Wissenschaft. Oh mein Gott. GG. Wie hoch der drüber fliegt, ne? Oh, ich hab den Damage bekommen. Echt? Wie viel? Drei. Ich hab einen Blutungseffekt bekommen, aber ich hab 100 HP. What the fuck? Hey. Ah, das war so ein Blutding, so ein. Als hätte ich gerade Schaden bekommen. Okay, nochmal. Ja. You are ready. Ready. Alter, fast halbes Leben, 52 HP noch. Wo steckt denn der Pfeil drin? Hängt der irgendwo drin? Nö. Alles klar. Ich hoffe, du hielst, ich hoffe, du hielst hoch. Ja, sicher. Okay. So, gibt's da was zu looten? Ich weiß es nicht. Ein Fahrrad wäre cool. Yeah. So, Leute, das war's dann erstmal mit Miscreated. Wir haben tatsächlich ein paar geile erste Eindrücke sammeln können. Wir haben jetzt natürlich nicht die ultimative Action oder ultimative Space Building, was auch immer. Ich denke mal, das ist ohnehin so ein fortgeschritteneres Gameplay. Vom Grundprinzip her bin ich tatsächlich positiv überrascht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Du auch, ne? Ich bin vollkommen drin gerade. Ja, es macht echt Spaß, mit dieser Lampe hier rumzueiern. Dann sieht's optisch durch die Unreal Engine ohnehin gut aus. Du hast geile Frames und es ist halt einfach was anderes. Vielleicht liegt's auch in erster Linie daran, es sieht aber auch geil aus mit den Lampen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, oder mit dem Pfeilung sieht echt geil aus. Einfach. Ja, mit dem Cowboy-Hut auch noch, ne? Das bin ich sowieso drin hier in meinem Ding. Und werden wir definitiv weiterspielen. Ihr könnt das gerne unterstützen, natürlich mit einem Daumen, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Genau, wenn ihr mehr sehen wollt. Und da werden wir mit Sicherheit noch mehr Sachen machen. Ein bisschen natürlich auch versuchen, mehr zu erreichen. Auto-Base-Building. Genau, ja. Wir können auch mal den Pfeil einfach mal in die Luft schießen. Mal gucken, was passiert, ne? Bin wieder runter. Oh. Oh, da hinten fliegt er! LOL! Ja. Wie ein Stern, Alter. Okay, alles klar. Sternschnuppe meinst du, was? So ähnlich, ja. Okay. Also Leute, nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüss.